finde es eine sehr neue Herausforderung. So in der Probe hatte ich das Gefühl, dass wir, dass es interessant ist, dass der Raum einen gern ins Erzählen kommen lässt, also dass er das erzählerische Element, das in den Elegien von Rilke ja auch steckt, ein bisschen herauskitzelt oder herausfordert. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das finde ich eine interessante Spannung. Das hatten wir so eigentlich noch nie. Wir kennen Theaterräume, wo wir praktisch wie in einem Guckkasten alle Menschen vor uns haben. Und jetzt sind wir richtig umgeben von Menschen und haben auch ganz verschiedene Spannungselemente, weil die Ellipse sich irgendwie verschiebt in dem Raum, also nach oben hin. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das erklären soll. Also unten ist sie sehr klar und wir versuchen sozusagen die zwei äußersten Punkte der Ellipse zu erwischen, aber nach oben ändert sie sich dann. Ich würde da anknüpfen, was du sagst. Dieser Raum befördert das erzählerische Moment bei Rilke. Und wir haben diese Elegien, mit denen wir uns jetzt mehr als 10 Jahre, fast 20 Jahre beschäftigen, ausgesucht, weil sie einen ganz starken kommunikativen Charakter haben. Sie haben einen Diskurscharakter. Sie sind nicht wie Lyrik normalerweise hermetisch, abgeschlossen, sondern sie, das Pronomen zum Beispiel, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, das wechselt dauernd in diesen Elegien. Und die ganzen Elegien sind gekennzeichnet für mich von einer großen Freiheit des Fragens nach der existenziellen Bestimmung des Menschen. So wie bei Hölderlin oder auch wie bei Dante in der Göttlichen Komödie. Zu Rilkes Zeiten ist der Himmel leergeräumt, Gott ist natürlich nicht mehr da, aber in der Sprache ist er noch da. Es gibt noch das Wort Gott, es gibt noch das Wort Engel. Und daraus schlägt der Rilke ein ungeheures Kapital. Und er riskiert seinen eigenen Ich-Verlust extrem, um sich angesichts solcher Begriffe wie Engel, Gott neu zu verorten und neu auszumessen. Und es ist, und das wäre vielleicht das Allerwichtigste für uns beide, es ist absolute Gegenwelt zu dem, was wir in unserem Alltag hier täglich um uns haben. Es schafft Freiräume, freie, unbesetzte Räume und das ist etwas ganz Besonderes in unserer Welt, auch in der Sprache. Ja, so kann man sagen. Es sucht nach Gegenwelt. Es sucht einen Gegensatz zu dem alltäglichen, banalen, auch oft, was uns umgibt. Und sucht einen Ort, wo es sich befreien kann aus diesem, ja, aus dieser Schwere. Okay.